Moinsen, heute gibt es noch ein drittes Video zur Netatmo-Wetterstation, der kleinen Wetterstation, die man über das Webinterface oder über das Smartphone nur bedienen kann. Weitere Details zur Wetterstation nehmt ihr am besten den bereits veröffentlichten zwei Videos. Einmal die generelle Erklärung, was das ist und wie der erste Test so verlief. Und im zweiten Video habe ich euch einmal kurz erklärt, was es alles noch so an Pro-Tipps zu beachten gibt. Ja, heute soll es ein bisschen um das Webinterface gehen, was man da alles machen kann. Und um es mit den Worten von Joe Pütz zu sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Ich schalte jetzt mal auf meinen Computermonitor um. Und da seht ihr jetzt das Webinterface der Netatmo, also abzurufen unter der Adresse my.netatmo.com. Dann kommt ein Login, da wählt ihr euch ganz normal mit euren Zugangsdaten ein, die ihr euch ausgesucht habt beim Anmelden der Wetterstation. Und wie ihr jetzt seht, habe ich jetzt hier nicht nur die Wetterstation mit dem Außenfühler, sondern ich habe noch einen weiteren Innenraumfühler mit angeschlossen. Der zusätzliche Innenraumfühler, ich habe da noch mal einen Link unten in die Beschreibung mit reingepackt, der wirft halt wie gesagt nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 aus. Der wirft aber keinen Luftdruck aus, das macht nichts, weil ihr das ja ohnehin überall habt. Und der hat auch keinen Sonometer, was natürlich eigentlich ganz praktisch wäre, weil man damit ein bisschen gucken kann. Ja, das sieht jetzt hier so ein bisschen trostlos aus. Das liegt daran, weil ich jetzt noch nichts eingeblendet habe hier in der Mitte. Ihr könnt in der Mitte einblenden, was für euch interessant ist. Ihr könnt zum Beispiel so eine 7-Tages-Prognose einblenden oder aber die Temperatur im Innenraum. Man sieht hier auch sehr schön, dass ich zum Beispiel hier gelüftet habe und wann ich gelüftet habe. Und die Sortierreihenfolge könnt ihr leider nicht verschieben, sondern ihr müsst einfach in der richtigen Reihenfolge einblenden. Das heißt, wenn ihr die Luftfeuchtigkeit oben haben wollt, erst Luftfeuchtigkeit, dann Temperatur einblenden. Und wenn ihr es andersrum haben wollt, dann macht ihr es halt auch genau andersrum. Und so könnt ihr euch die Sachen hier hinlegen, die für euch interessant sind und die Sachen ausblenden, die ihr nicht so spannend findet. Man kann dann natürlich noch hier sich die Einzelwerte anzeigen lassen. Man kann auf eine Wochenansicht umschalten und dann auch dementsprechend über den kleinen Pfeil hier oben wochenweise vor- oder zurückgehen. Ich persönlich für mich finde vor allem die Temperatur- und CO2-Werte interessant. Und deswegen blende ich auch nur die ein, wobei ich jetzt CO2-Werte immer zusammen mache, weil ich halt gucken möchte, wie das Lüftungsverhalten sich so ein bisschen auswirkt, wenn ich zum Beispiel nur in einem Raum lüfte und nicht in beiden Räumen auf einmal. Ja, auch da kann man natürlich dann die Wochenansicht nehmen. Das wirklich Spannende ist aber oben der Einrichtungsbildschirm. Da könnt ihr hier oben, wenn ihr mehrere Wetterstationen habt, könnt ihr hier sogar noch durchschalten zwischen den Wetterstationen, die ihr habt. Und die Einstellung könnt ihr oben über das Zahnradsymbol vornehmen. Oder bei der Wetterstation, wo ihr gerade seid, hier über diesen Schaltknauf oben über der Karte. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und wenn ich auf den über der Karte klicke, kommen auch automatisch dann gleich die Werte für diese Wetterstation, um die es gerade geht. Hier sehe ich jetzt die Kieler Wetterstation. Da kann ich den Ort festlegen. Dann gibt es erstmal relativ viel Informationen zu den einzelnen Modulen. Also welche Firmware-Version habe ich und wie ist der Akku und wie ist die Funkverbindung untereinander oder wie ist die Wi-Fi-Verbindung beim Hauptmodul. Und ganz unten gibt es dann die wirklich interessanten Einstellungen. Die Einstellung Wi-Fi konfigurieren, die funktioniert nur, wenn ihr das mit dem Smartphone bedient. Also sieht in der App halt genauso aus wie hier auf dem Webinterface. Und bei der Smartphone-App könnt ihr über Wi-Fi konfigurieren, dann die Wi-Fi-Einstellung ändern. Aber was auch ganz spannend ist, wenn ihr bei der Smartphone-App Wi-Fi konfigurieren, den Assistenten startet, macht der automatisch ein Firmware-Update. Und das ist die einzige mir bekannte Art und Weise, wie ihr die Firmware der Wetterstation updaten könnt. Es gibt noch eine zweite Variante, man kann das dann auch über ein USB-Kabel mit einer Windows-Software machen, das ist aber relativ umständlich und man bedient es ja ohnehin mit dem Smartphone, von daher ist das dann die beste Variante. Naja, ihr müsst dann halt bei der Basisstation so lange oben auf den Knopf drücken, also der Knopf ist dann hier oben drauf, so lange drauf drücken, bis die Basisstation blau leuchtet. Und wenn sie blau leuchtet, startet ihr auf dem Smartphone diesen Wi-Fi-Assistenten. Dann klickt ihr einfach immer weiter, dann checkt das Ding durch, installiert das Firmware-Update und wenn man dann zu den Wi-Fi-Einstellungen am Ende kommt bei diesem Assistenten, ändert ihr einfach nichts und schon ist die Firmware aktuell. Das ist sozusagen der einfachste Weg, die Firmware zu aktualisieren. Ja, der nächste Punkt hier ist Herunterladen von Daten. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal die Sachen zum weiteren Auswerten herunterladen möchte. Ihr könnt hier vorgeben, von welchen Modulen ihr herunterladen wollt, in welchem Intervall ihr das herunterladen wollt, also ob ihr alle Daten haben wollt oder ob euch vielleicht so ein Tageswert ausreicht, wenn ihr zum Beispiel mal über das Jahr hinweg vergleichen wollt, wie zum Beispiel eure Heizung Gas verbraucht hat mit den Außentemperaturwerten. Also ich habe beim Smartphone, kann ich auch meinen Gaszähler auslesen und das könnte man dann mal in Korrelation bringen. Ja, man kann natürlich auch einen Zeitraum vorgeben, so weit, so gut. So, dann gehen wir wieder nach ganz unten und dann könnt ihr auch Messwerte löschen natürlich. Das ist dann interessant, wenn ihr zum Beispiel zum Kalibrieren die Station nach draußen gestellt habt, also auch den Innenraumfühler und dann reinholt, dann habt ihr halt immer so einen Knick in der Kurve und den Knick in der Kurve könnt ihr einfach dann rauslöschen. Oder wenn ihr
irgendwie andere Sachen löschen wollt aus Datenschutzgründen oder so, könnt ihr das hier machen. Dann kann man auch mitwirkender werden. Und dann kann man in der NetAtmo Weather App das dargestellt bekommen mit der Temperatur. Also das heißt, NetAtmo sammelt von allen, die NetAtmo haben, und dieses Häkelchen anmachen, entsprechend die Außentemperaturwerte zurzeit nur, beziehungsweise bei denen, die den Regensensor haben, auch den Regensensorwert, und packt das dann in eine große Weltkarte rein. Bei der Kalibrierung, das ist ganz spannend, da könnt ihr die Kalibrierung für den CO2-Sensor an- und abschalten. Bei der automatischen Kalibrierung ist es so, dass er halt einmal in der Woche guckt, dass der geringste Wert in der Woche, das ist der Basiswert, der nimmt damit 400 an. Und wenn ihr einmal in der Woche kräftig lüftet, funktioniert das. Wenn ihr aber Räume habt, die gar nicht gelüftet werden oder nur indirekt irgendwie mitbelüftet werden, wäre es halt sinnvoll, hier die automatische Kalibrierung abzuschalten. Ihr könnt auch eine manuelle Kalibrierung starten, zum Beispiel, wenn ihr zum Kalibrieren die Sensoren nach draußen stellt, alle zusammen, und dann die Kalibrierung durchführen wollt. Dann gibt es noch die Temperaturkalibrierung. Da kann man dann die Abweichung der Temperatursensoren entsprechend ausmappen. Ich habe hier bei einem einfach mal, der ein bisschen falsch ging, jetzt diese Korrektur mit eingeschaltet und habe das vorher dann ausgemessen, habe alle drei nebeneinander nach draußen gestellt und geschaut, wer abweicht, und der hier hat dann abgewichen und deswegen habe ich den korrigiert. NetApp hat angekündigt, dass hier auch demnächst eine feuchte Kalibrierung möglich sein soll. Das ist jetzt hier aber noch nicht abgebildet im Webinterface. So, was gibt's noch? Man kann ja noch die Mitteilungen einstellen. Hier sieht man dann, bei welchen Werten man Push-Mitteilungen bekommt. Ich habe zum Beispiel hoher CO2-Anteil hier ausgestellt und habe mir unten einen manuellen Alarm für 1500 ppm eingestellt, weil mich dieses frühere Warnen halt doch relativ stark gestört hat, weil der Wert relativ häufig über 1200 angestiegen war. Dann habe ich immer eine Push-Mitteilung bekommen und ich möchte die nur bekommen, wenn es wirklich wichtig ist. Und deswegen habe ich halt hier den manuell definiert. Ihr könnt auch die restlichen Push-Mitteilungen aus- oder anstellen, das ist alles kein Problem und soweit nicht weiter erklärungswürdig. Ja, soweit hier zu den Werten, die man hier einstellen kann. Ihr könnt dann noch im Menü höher schalten. Das ist das komplette Einstellungsmenü. Da sehe ich jetzt alle meine Wetterstationen. Ich kann neue Stationen installieren und so, aber da kommt dann auch nur der Hinweis, bitte jetzt die Smartphone-App benutzen und das geht nicht online. Das ist natürlich klar, weil man hat ja keine Bluetooth-Verbindung dazu. Beziehungsweise selbst wenn das Laptop Bluetooth hat, gibt es keine Bluetooth-Verbindung zum Firefox oder zum Chrome oder was auch immer ihr nutzt. Von daher soweit so gut. Ja, noch Hilfe, man kann das Konto anpassen. Und hier unten sieht man noch Drittanbieter-Apps und da habe ich zum Beispiel Weather Pro freigegeben, weil ich habe auf dem iPhone die Weather Pro App, um die Wettervorhersage abzurufen. Und dann kann man auch seine Wetterstation mit in diese Weather Pro App mit integrieren. Ansonsten habe ich noch MapAtmo freigegeben. Das ist dieses Plugin, was ich hier oben im Firefox drin habe. Und das muss erstmal wieder eingeloggt werden. Das hat sich nämlich ausgeloggt. Und jetzt sehe ich halt die Werte meiner Wetterstationen. Ist soweit ganz interessant. Man kann dann auch mal auf MapAtmo gehen, dann kann man sich das mal anschauen, wie das aussieht. Ja, da kann man jetzt hier nur die Extension herunterladen. Also die MapAtmo Extension, die haben auch noch eine Webseite, wo man sich dann die Map anschauen kann. Diese Map benutze ich aber eigentlich relativ selten. Da sieht man jetzt hier die Station, kann sich dann noch nähere Werte dazu angucken, finde ich jetzt aber soweit alles gar nicht spannend. Wir gehen mal wieder zurück zu NetAtmo an sich und dann können wir bei NetAtmo mal die Karte aufrufen. Okay, da sehen wir jetzt natürlich nur die Station, die wir jetzt hier betreiben. Wenn wir die ganzen Karten angucken wollen, ach hier, wo war das denn jetzt hin? Hier, Weather Map, ganz groß. Na, man muss nur draufklicken, dann findet man es auch. Die lädt jetzt erstmal und dann sieht man hier zum Beispiel, selbst in kleinen Städtchen wie Angermünde gibt es mehrere Stationen, die man sich anschauen kann. Man kann auch hier unten noch bei den Einstellungen dann verschiedene Stationen ausblenden, zum Beispiel Stationen filtern. Das macht man am besten an, weil ansonsten zeigt er auch Stationen an, wo die Leute den Außentemperaturfilter nach drin geholt haben und dann sieht man irgendwo plötzlich 20 Grad dazwischen. Das ist dann natürlich Schwachsinn. Ja. Ich zoome jetzt auch mal ein bisschen raus, dann kann man nämlich mal so ein bisschen so die Weltkarte anschauen mit NetAtmo Weather Map. MapAtmo ist ja wieder was anderes. Und dann sieht man hier doch sehr schön, wie schön es doch an anderen Orten der Welt zurzeit ist und wie sehr wir frieren. Aber wie man sieht, es geht noch schlimmer. Hier oben, nördliches Russland, minus 32 Grad, das haut schon ganz schön rein. Es ist zum Beispiel auch ganz interessant, das zu beobachten, wenn gerade so eine Wetterfront über Europa rüberzieht und man sieht dann hier sehr schön anhand dieser Messwerte, wo diese Wetterfront gerade verläuft. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen was geholfen und ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr vorstellen, welche Funktionen die NetAtmo Weather Station in dem Webinterface bietet.
Wenn da noch Fragen zu sind oder ihr noch weitere Anmerkungen habt, nutzt gerne die Kommentare. Interessiert mich, was ihr da noch Spannendes rausgefunden habt. Und ansonsten habe ich euch die Links zu den Zusatzmodulen nochmal unten reingepackt in die Info zum Video. Und hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.